Als ich in Basel auf der Straße war, war ich froh, dass ich manchmal in den Knast konnte. Dann hatte ich eine Auszeit, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Essen und Medikation. Also, es ist mir nie schlecht gegangen. Trotz allem. Der kurze Film soll euch deinen Einblick ins Leben geben von jemandem, der drogenabhängig ist. Und auch aufzeigen, was die verschiedenen Hilfsmassnahmen für Betroffene können bedeuten. In diesem Fall für Vito, der schon seit 36 Jahren mit der Sucht zu kämpfen hat. Ich war 10 Jahre auf der Straße. Und man ist älter, halt es nicht aus, Kräfte verlöhnt. Und dann habe ich mich daran gewandt. Von der Heilsarmee bin ich in die Heilsarmee. Ich war dort mal 10 Jahre gewesen. Und von dort aus habe ich leider 12 FFE bekommen. Und dann von dort aus die Königsfelder habe ich dann angefangen, was es so gibt. Weil ich nicht mehr unter der Brücke und das halte ich nicht aus. Und darum bin ich dann auf die Institution gekommen. Und die Sucht hat eigentlich gleich nicht aufgehört. Einfach die Junkerei hat aufgehört, da bin ich froh. Ich würde nicht so nicht mehr gerne weg müssen von hier. Ich bin froh, dass ich hier bin. Und trotzdem hast du, glaube ich, die Galerie gesehen, was für Leute, dass sie jens schon gestorben sind. Macht einem Angst. Der Chef von hier hat mir dann ein Angebot gemacht in die Aussenwohngruppe. Und eine super schöne Villa. Und dort bin ich jetzt natürlich auch schon ein halbes Jahrzehnt. Ich hoffe, sie kommt auch mal auf dem Film vor. Und dann ist das eigentlich ein Ausstieg, Ansporn mehr, um daraus rauszukommen, ehrlich gesagt. Und darum, wie gesagt, ich möchte lieber dort bleiben, als hier im Haus wohnen. Weil es gibt kein, ich finde, es gibt kein schöneres Haus als das, was ich jetzt habe. Ich stehe am Morgen auf und alle dritten Tage muss ich das Metti holen auf Liestl. Und dann gehe ich um 7 Uhr aufgegangen auf den Bus, bin ich um 8 Uhr zu Liestl und dann muss ich wieder zurück und Geld holen auf Gelterkinder. Und dann müsste ich eigentlich dort arbeiten und dann noch essen, aber das mache ich nie. Ich weiß nicht. Und auf jeden Fall gehe ich dann auf Gas und dann wieder heim. Es ist noch die Frage aufgekommen, was mit dem Methadon-Programm, wo der Vito sich drin befindet, für eine Auswirkung auf seine Sucht hat und welche Hilfe das es darstellt. Das heisst nicht, dass du dann Abstinenz wirst von dieser Sache. Aber du gehst nicht mehr jeden Tag wie ein Spinner, weißt du, säcklich jeden Franken. Und es halt, das tut dich schon absenken. Aber da innen macht es gleich noch einen Tick. Darum habe ich das Problem noch dreimal in der Woche, habe ich es gleich. Jeder Arzt, den ich bis jetzt hatte, hat gesagt, es wird in eurem Leben dann mal ein Punkt kommen, wenn ihr es überlebt. Jetzt ist es fertig und auf den warte ich immer noch.